Also ich stelle mich auch mal ganz kurz nochmal vor. Ich bin der Ricky. Hallihallo, liebe Leute. Hier ist euer Ricky wieder zurück mit Türchen Nummer 16. Ich wünsche euch herzlich willkommen erstmal. Heute gibt es wieder Taverne Mast. Und ich sage nur, wir kaufen jetzt schon mal die ersten Wände für weiteren Ausbau. Ach, können wir sogar den Fußboden benutzen? Cool. Ach so, passen keine weiteren Tische hin. Die Beleuchtung, da würde ich sagen, warte mal, wie war das? Wie war das jetzt hier mit den Tränen? Ah, hier war das mit Tränen. Ah, okay. Wir machen hier noch mal eine Beleuchtung, dass auch wirklich alles beleuchtet ist. Ah, so wird das gedreht. Ah, okay. So, das Bier müssten wir mal auffüllen. Mal wieder. So. Das Bier ist jetzt auch wieder aufgefüllt. Jetzt können sie wieder trinken. Die lieben Zuschauer, die Kundschaft. Aber gell, nicht so viel trinken. Nee. Ja, also, Türchen Nummer 16 haben wir heute. Und ja. Da bin ich mal gespannt. Weil es gibt auf jeden Fall auch ein Gewinnspiel. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Bis zum 29.12. habt ihr die Möglichkeit, am Tag 24. das Lösenwort dieses Adventkalender reinzuschreiben. Daher, diesmal ist da alles Zahlen, was ihr finden müsst. Jede Zahl ist ein Buchstaben. Als Gewinn wieder eine wunderschöne Tasse, paar kleine Süßkramwaren, einen kleinen Gutschein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Adventkalender Gewinnspiel 2023. Ich sage nur viel Erfolg und ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, ihr gewinnt. Keine Sorge, ich werde bei dem Gewinnspiel nicht mitmachen, weil ich will euch die Chance lassen zu gewinnen. Auch wenn ich kenne das Lösungswort nicht und ich will es auch nicht kennen. Und wenn ich es kenne, okay. Aber ich werde es nicht in die Kommentare schreiben am 24.12., weil ich will euch die Chance lassen zu gewinnen. Ja, gut. Ich sag nur, wir spielen jetzt erstmal hier weiter. Ich würde jetzt aber trotzdem mal weiterbauen. Ups, eine Wand zu viel, die wollte ich eigentlich nicht. So, jetzt brauchen wir noch eine Tür. Jetzt brauche ich Boden. Genau, da brauchen wir das hier. Weil ich möchte jetzt eine Küche bauen. Dass schon mal ein paar Leute auch was zu essen haben. Ach halt, erstmal muss ich Lichter machen. Sonst können die ja nicht drin arbeiten. Oh, nicht genügend. Oh, Geld. Oh, shit. Habe ich jetzt zu viel ausgegeben? Oh, weh, weh. Dann gibt es jetzt noch nichts zu essen. So. Limonade kann ich auch noch nicht kaufen. Muss ich erst wieder ein bisschen Geld machen. Na dann. Fünfzehn. Okay. Da. Okay. Veranstaltung könnte man machen. Togo. Togo, was ist das denn?
Wow, was gibt's denn da alles für Möglichkeiten? Baue eine Togo-Tresen, um neue Kunden anzulocken, die sich nicht setzen wollen, aber gerne Essen mitnehmen möchten. Oh, cool! Baue eine Wand für einen Togo-Tresen. Kaufe einen Togo-Tresen. Drittens, kaufe einen Einbacktisch. Viertens, warte auf Kunden, die Essen bestellen. Cool. Da bin ich mal gespannt, wie das dann weiterläuft. Cool. Ja, das ist ja wirklich cool. So. Schön trinken, schön weiter trinken und kaufen. Ich brauche Geld. Nein, war ein Spaß. So. Na, was ist denn hier? Da wird gleich schon ein bisschen im roten Bereich. Was sind jetzt hier? Komm. Ah, perfekt. Sehr gut. Kann ich eigentlich wieder Leute anheuern? Kellner könnte ich schon, aber wenn ich noch kein Essen habe, brauche ich noch keinen Kellner. Gut, das sieht doch gut aus. Das sieht auch noch gut aus. Ein bisschen schneller. Ja, okay, in Wirklichkeit geht es ja auch nicht so schnell, also lassen wir es in diesem Tempo. So, ja, wieder ein zufriedener Kunde verlässt die Taserne und es kommt schon wieder ein neuer dazu. Perfekt, so muss es sein, immer neue rein und raus, immer mehr Abwechslung, das ist schon mal sehr schön sowas. So, was gibt's denn eigentlich für Küchentee? Kaufe eine Küchentee, kaufe eine Feuerlöscher. Was? Es gibt sogar Feuerlöscher. Cool. Kaufe eine Küchenkiste. Ach ja, den Namen muss ich von der Taverne muss ich auch noch ändern. Ha. Forschung fertig. Da würde ich sagen, machen wir als nächstes die Musiker. Forschung. Oh, da kommt noch jemand, will noch was trinken, bevor er ins Bett geht. Das ist doch schön. Kommt herein, spaziert, trinkt nur so lange wie ihr wollt. Oh, Wasser, na dann. Gibt's eben nur Wasser. So, ich würde jetzt aber trotzdem noch einmal Lichter machen. So, haben wir schon mal wenigstens die Lichter. Es gibt Feuerrisiko. Was? Moderates Feuerrisiko. Etage 0. Schlechter Wachs 10. Ja, dann ist es so. Wir haben wieder Minus gemacht. Ja, ich habe viel gekauft auch. Oh, wow.
Gehälter sind 36 geworden. Unfriedliche Kunden haben wir nicht. Getränke, ja, okay. Gut. Man kann nicht alles haben. Ja, man kann nicht alles haben, genau. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich sag nur, schaut morgen bei meinen Kollegen rein. Und ich wünsche euch schon mal einen schönen dritten Advent dann für morgen. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Ricky. Ciao.